So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gugi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, heute steht so einiges an. Es steht zum einen die zweite Hälfte der Transferphase an. Es ist noch knapp über einen Monat bis zum Bundesliga-Start gegen Leverkusen. Bis hierhin wollen wir heute auf jeden Fall simulieren. Und wir wollen natürlich noch ein paar Spieler verpflichten und vielleicht auch den einen oder anderen abgeben. Also wir werfen mal einen Blick auf den Kader. Also der Plan ist es, noch was fürs Mittelfeld zu holen. Also Ersatz zukünftig auf jeden Fall für Boland und vielleicht, dass er auch noch auf der 6 spielen kann. Dann noch eine Verstärkung auf der rechten Seite für Omladic. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. In der letzten Folge haben wir schon Robert Bauer von Werder Bremen verpflichtet für, ich glaube, es waren 2,8 Millionen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Was gibt's sonst noch? Nee, das war's erstmal. Und ach ja, es steht das Halbfinale im European International Cup an. Und zwar gegen US Palermo. Und damit würde ich jetzt auch erstmal am Anfang gleich mal reinstarten. Denn das Turnier ist nicht gerade unwichtig. Nämlich bräuchten wir vielleicht noch hier und da ein paar finanzielle Mittel, um den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Von daher wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier ins Finale einziehen würden. Aber gegen Palermo könnte das vielleicht eine doch schwerere Aufgabe werden. Ich muss das Mikrofon mal eben höher machen. So. Und Selke gleich mit dem 1:0. Okay, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wir sind jetzt schon in der 60. Minute. Mein Gott. So, Boland mit dem 2:0. Meine Stimme, die versagt gerade irgendwie. Aber das sieht gut aus und am Ende heißt es 2:0. Wir ziehen also ins Finale des European International Cups ein und haben damit die Möglichkeit dann auf das Preisgeld von, ich glaube, knapp über 5 Millionen Euro waren es am Ende. So, wir trainieren nochmal. Und es ist gegen den KRC Genk. Also das ist schon eine schwerere Aufgabe und Selke geht auf die 77, Deisenberg auf die 55 und Winter auf die 68. Also das sieht zunehmend immer besser aus. KRC Genk ist der nächste Gegner, es wird nicht gerade einfach. So, dann haben wir hier die Pressekonferenz. Matuschik ist wieder fit und wir bekommen nochmal ein Preisgeld von 1,6 Millionen Euro. Das ist auch schon mal richtig gut. Matuschik können wir dann, denke ich, gleich mal in die Startaufstellung packen. Und wir müssen natürlich auch den Kader nochmal hier und da vielleicht nochmal ein bisschen ausdünnen. Denn das Problem, was wir aktuell haben, wir haben ein bisschen zu viele Spieler einfach. Also die werden wir in der Saison auf jeden Fall, glaube ich, nicht alle einsetzen können. Der Plan ist nämlich, dass wir noch vielleicht Zuck, Hernandez und vielleicht Biada oder Nyman vielleicht nochmal verleihen. Moll soll ja verkauft werden und dann hätten wir da wieder einen ganz gut ausgedünnten Kader und wir haben da ja auch gerade, glaube ich, ein Transferangebot reingekriegt. Von daher bin ich mal gespannt, für wen das ist. So, die Pressekonferenz machen wir auch nochmal. Wir motivieren die Mannschaft nochmal fürs Finale. Und Onel Hernandez, Leihe ein Jahr nach Dresden, das nehmen wir sofort an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und 8,3 Millionen Euro Transferbudget haben wir noch. Und damit gehen wir jetzt auch zum vielleicht interessanteren Part über, nämlich zur Wunschliste. Da sind nämlich auch zwei Spieler hinzugekommen. Ich sortiere das mal eben so ganz schnell. Ja, das ist eigentlich alles jetzt relativ uninteressant. Hier wird es dann schon interessanter. Und zwar Nikolai Müller wurde vorgeschlagen. Finde ich auch interessant, da eben einfach jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau. Da er einfach schon ein bisschen erfahrener ist und ich glaube eine 76 hat in FIFA 17. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Zakaria Bakali. Das wäre so mein Plan B. Ich würde eigentlich eher über Nikolai Müller gehen, denn der ist eben schon ein bisschen Bundesliga erfahren und ist auch momentan, wäre es glaube ich, die bessere Verstärkung. Aber wir scouten die beiden Spieler mal. Und ich wollte sonst noch irgendwas machen. Ach ja, genau. Offensives Mittelfeld wollten wir noch schauen. Das habe ich jetzt wieder ganz vergessen. Ja, da haben wir die Wunschliste. Tut mir leid, wenn ich heute wieder ein bisschen verplant bin. So, jetzt haben wir da Tarasay, aber die sind auch noch nicht komplett gescoutet. Kann man hier, okay, wir werden dann jetzt einfach mal das Turnier zu Ende simulieren.
Und dann sollten die eigentlich auch schon so langsam fertig gescoutet sein. Ja, da sind sie dann schon fertig. Thomas Int, aber das gucken wir uns jetzt gleich einfach auf der Wunschliste an. Aber erstmal simulieren wir jetzt, denke ich mal, das Finale. Wir starten aber nicht mit Matuschik rein, sondern wieder mit Schönfeld, weil Matuschik noch angeschlagen ist. Also den werden wir erstmal von der Bank aus starten lassen und dann jetzt eben das Finale simulieren, hoffen, dass es gegen Genk was wird. Wir sind wieder die Heimmannschaft, das ist in der Simulation ja oft von Vorteil, aber Genk ist natürlich auch, glaube ich, qualitativ gar nicht mal so schlecht. Aber Reichel macht das 1 zu 0, okay. Das sieht schon ganz gut aus. 31. Minute, Boland mit dem 2 zu 0. Okay. Karellis mit dem 2 zu 1. Jetzt könnte es nochmal spannend werden. Bauer verletzt sich da, hoffentlich nicht allzu schwer. Und am Ende reicht's. Wir gewinnen 2 zu 1, holen uns damit das Preisgeld. Und damit sind wir jetzt finanziell schon, ja, ein bisschen besser aufgestellt schon wieder. Robert Bauer, da will ich erstmal eben schauen. 7 Tage, das ist nicht dramatisch. Da ist der Vorstand zufrieden und dann noch 2,5 Millionen Euro. Damit haben wir das komplette Preisgeld eingesackt. Wir schauen mal eben, bei wie viel wir stehen. Wir stehen bei 10,84 Millionen Euro. Und jetzt schauen wir mal, was die offensiven Mittelfeldspieler sagen. Nämlich einmal Tarasay mit der 71 und Thomas Ince mit der 74. Da bin ich gespannt. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer das höhere Potenzial hat. Hier können wir auch noch mal eben schauen. Aber da würde ich dann doch lieber über Nikolai Müller gehen. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal an beide ein Angebot raus. Für Tarasay würde ich so knapp eine Ablöse von 3 Millionen vielleicht. Wir probieren es erstmal mit 2,5. Wir probieren es mit 2,5 Millionen bei Thomas Ince und dann noch bei Shani Tarasay. Mit, ich würde sagen, vielleicht ist 2,7 wert. Da würde ich dann erstmal über 2 Millionen Euro gehen. Obwohl 1,7 hätte vielleicht auch funktioniert. Wir probieren es einfach mal aus. Tarasay, das wäre einer, der sich dann zu einem Ersatz für Boland entwickeln würde. Und Thomas Ince eben einer, der vielleicht sogar sofort helfen könnte. Ich wollte nur noch mal schauen. Ach, ist jetzt auch egal. Damit können wir jetzt doch eigentlich, wenn ich jetzt richtig liege, weil ich konnte Bakali war es, glaube ich, den wir nicht scouten konnten. Bakali, genau, den konnten wir nämlich. Okay, Mitarbeiter aus. Ach so, okay, das geht wahrscheinlich nicht, weil wir zu wenig Scouts haben, beziehungsweise die alle ausgelassen. Ja, weil sie alle ausgelassen. Steht da ja auch so. Ja, dann würde ich doch jetzt eben warten, bis Nikolai Müller fertig gescoutet ist. Wir können mal eben ganz kurz schauen, wie lange das noch dauert, wenn ich das finde. Hier müsste es, ja genau, Scout-Aufträge, dann können wir hier und dann unseren Bundesliga-Scout und da haben wir 14 Tage dauert es noch. Okay, dann hauen wir jetzt einfach mal schon mal ein Angebot für ihn raus. Ich würde so knapp 4 Millionen, vielleicht erstmal so als Einstieg anpeilen. 4 Millionen Euro für. Okay, aber der braucht halt auch ein fettes Gehalt anscheinend. 50.000 knapp. Okay, wir starten mal mit 4 Millionen rein. Wir starten einfach mal mit 4 Millionen rein, schauen mal, was der HSV sagt. Weil bei Müller ist natürlich schon das Problem, dass er schon ein bisschen älter ist. Und von daher. Mal schauen, wie viel wir am Ende ausgeben wollen. Moll bekommt ein Angebot von Greuther Fürth. Das nehmen wir direkt an. Auch wenn es unter Wert dann am Ende verkauft ist, das nehmen wir trotzdem an, weil er bei uns aktuell wirklich keine Chance hat, da wirklich reinzukommen. Hat da Schönfeld, Murawski, Matuschik und künftig dann vielleicht auch noch weitere vor sich. Grund, die Summe ist zu niedrig und. Okay, der HSV will 7 Millionen Euro und für Müller und
Für Thomas Inns will Derby County auch etwas mehr. Wo haben wir es? Inns, da haben wir es. Neues Angebot unterbreiten wir mal. Wir haben ja 2,5 geboten. 4 ist er wert, dann würde ich hier jetzt erstmal auf 3 gehen. Oder vielleicht 3,2 Millionen Euro. Und mal schauen, der braucht auch halt ein Gehalt von 50.000. Das ist ziemlich krass, das ist ziemlich krass. Und beim HSV gehen wir mal hoch auf 7 Millionen wollen sie. Dann würde ich sagen, dass wir mal mit 5,5. Wir probieren es einfach mal mit 5,5. Das ist zwar noch deutlich weniger als 7 Millionen, aber wir versuchen uns einfach mal anzunähern. Währenddessen können wir auch gleich mal eben wieder trainieren. Und ich versuche jetzt mal wirklich nicht auf die Zeit zu achten, weil ich möchte die Transferphase heute abschließen. Nämlich, ich freue mich schon richtig dann auf den Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen. Das wird richtig, richtig cool, denke ich. Und ich hoffe, dass, okay, Everton will für Tarasay auch 4,5. Also da würde ich vielleicht auf erstmal auf 3 gehen. Auf 3 Millionen. Das kann man, denke ich, machen. Ich bin dann halt gespannt, wie wir das finanziell alles stemmen können. Okay, wir haben immerhin, okay, Derby County akzeptiert für 3,2 bei Thomas Inns. Und dann müssen wir mal eben schauen, weil wir halt, wo haben wir es? Das könnte nämlich alles ein bisschen schwerer werden mit dem Gehaltsbudget, wenn wir hier nämlich dann, wir bräuchten knapp 100.000. Und da sehe ich schon das Problem. Wenn wir jetzt für Inns 3,2, dann hätten wir noch knapp 6 Millionen vielleicht für Müller. Und das könnte echt knapp werden. Das könnte knapp werden. Aber wenn es genau passt, dann wäre es cool. So, was mache ich da? Das wollte ich gar nicht. Natürlich müssen wir auch mal auf den Scouting-Bericht von Müller warten. Okay, für 3,2 würden sie ihn halt nehmen. Und Inns will halt 50.000, 3 Jahre geben wir ihm wichtig für die erste Mannschaft mit. So, das machen wir jetzt einfach mal und schauen da mal. Sonst müssen wir uns, also ich würde glaube ich schon eher Inns verpflichten wollen als Müller, aber Everton würde halt auch akzeptieren für 3 Millionen Euro. Also wir probieren es einfach mal. Wir probieren es hier einfach mal. Wir machen es für alle einfach mal und geben ihm hier mal Rotationsspieler erstmal mit. Chani Tarasay. Wir verhandeln jetzt erstmal mit allen und dann schauen wir, was geht. Okay, Hamburg würde für 5,5 auch akzeptieren. Dann gehen wir hier auch. Okay, er will 2 Jahre und ihm geben wir auch wichtig für die erste Mannschaft mit. Bei ihm müssen wir halt nur noch drauf warten, dass der Scout-Bericht passt. Ist halt die Frage, wie lange das Ganze noch dauert. Tarasay abgelehnt, Inns abgelehnt. Mir gefällt es. Oh, da müssen. Oh, das ist echt ärgerlich, weil. Nee, das wollen wir nicht. Okay, wir machen 50.000, geben ihm eine Quote von 5%. Machen über 3. Okay, wir geben ihm mal eine Torprämie von 10%. Weil. Über das Gehalt ist es schwer, da noch was zu verändern, wenn wir eben Müller und dann eben Inns oder Tarasay holen wollen. Das könnte knapp werden, aber wenn das irgendwie funktioniert, okay, dann geben wir ihm eben wichtiger Stammspieler mit auf dem Weg. Warte, warum wollte er jetzt nicht? Er möchte eine größere Rolle spielen, also von daher wäre wichtiger Stammspieler gar nicht mal so schlecht. Bei Tarasay hätten wir natürlich dann eindeutig den Vorteil, der hat noch, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial. Und am Ende wird er sich auch, denke ich mal, gut entwickeln. Nur das Problem bei, und er ist halt dann doch am Ende ein bisschen günstiger. Von daher hätten wir dann ein bisschen mehr Kohle, um Nikolai Müller am Ende zu verpflichten. Und Tarasay und Inns, die tun sich, glaube ich, dann auf dem langen Weg wirklich nicht viel, weil Tarasay ist noch ein bisschen jünger. Also Müller würde akzeptieren für 50.500.
Aber wir akzeptieren das Ganze noch nicht, weil wir noch auf seinen Scouting-Bericht warten wollen. Da können wir dann gleich eigentlich mal eben schauen. Da haben wir es wieder. So, gehen wir zu den Scouts und schauen mal, wie lange das bei ihm noch dauert. 3 Tage noch. Okay, Müller würde schon mal akzeptieren. Also das wäre schon mal geschafft. Dann ist nur die Frage. So, da kommen ein paar Angebote rein. Ins abgelegt. Tarashai akzeptiert. Und dann müsste es doch finanziell aufgehen, oder nicht? Dann, mir gefällt, also viel mehr können wir bei eben nicht mehr machen. Von daher würde ich das erstmal wegpacken. So, dann schauen wir hier nochmal. Irgendwie bin ich gerade total verplant. Ich bin voll überfordert gerade. So, wir bekommen noch wieder ein paar Scouting-Berichte. Nee, der ist 18 und okay, da lehnen wir diesmal alle ablehnen, nicht aus Versehen einen verpflichten. Den lassen wir erstmal drin. 79 ist mir ein bisschen zu wenig Potenzial. 69 ebenfalls. 75 auch. 68 auch. 61 erst recht. So, dann haben wir noch einen drinne, der vielleicht interessant ist, ist allerdings auch schon 17 Jahre, ist nicht der Beste. Wir lassen ihn mal weiter im erweiterten Kreis, wenn man so nennen mag. So, Abschlussbericht für Nikolai Müller. Da schauen wir mal rein. Hat eine 76er Gesamtstärke und ja, ich denke, Müller werden wir auf jeden Fall verpflichten. Und dazu dann vielleicht Tarashai. Also, ich weiß gerade gar nicht mehr, was hatten wir bei Müller als Ablöse? Hatten wir, glaube ich, 5,5 und bei Tarashai kann man es irgendwo noch sehen? Kann man das noch sehen? Beim Verhandlungsverlauf oder so gibt es Transferverhandlungen, genau. Gescheiterte, erfolgreiche, laufende. Genau, da haben wir es. Müller für 5,5 Millionen Euro würden wir ihn abgeben. Würde Hamburg ihn abgeben. Und dann eben. So, jetzt. Dann würden wir insgesamt Ausgaben von 8,5 Millionen Euro machen, ist jetzt halt die Frage. Das ist nicht euer Ernst. obwohl, stimmt. Tarashai hat ja noch minimal weniger Gehalt. Okay, wir haben jetzt. Wir brauchen 8,5. So, 93.000 hätten wir dann. So, das passt dann. Und jetzt nochmal in die Transferverhandlung, weil ich weiß nicht mehr genau, was wir bei Tarashai für ein Gehalt ausgemacht haben. Tarashai, haben wir 45.000 und dann bräuchten wir, ach nee, komm, jetzt scheitert das nicht an so ein paar Tausend. Okay, egal, wir verpflichten erstmal Nikolai Müller, das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal, weil da sehe ich ein bisschen mehr Bedarf am Ende. Also Nikolai Müller verpflichten wir. Und bei Tarashai schauen wir dann mal. So. Müller verpflichten wir. Dann haben wir jetzt noch 42.000 und 3 Millionen. Okay. Wir haben aktuell zu wenig Gehalt. Aber wir müssten ja prinzipiell auch noch welche verpflichten abgeben können. So. Gute Arbeit bekommen wir erstmal. Damit haben wir, glaube ich, schon das erste Ziel erreicht. Genau. Das ist auch nicht schlecht. So, Nikolai Müller haben wir dann abgefrühstückt und bei Tarashai müssen wir noch kurz warten, weil wir schauen müssen, wie sich das Ganze eben noch entwickelt, weil wir müssen, glaube ich, nur noch einen ausleihen, dann müssen wir wieder genug Gehaltsbudget für Tarashai haben. So, und ich bin auch am Überlegen, ob wir, was wollte ich jetzt machen, genau, ach ja, genau, Matuschik soll, in die Startaufstellung. So, dann müssen wir mal eben schauen. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen Stürmer, denke ich, verleihen. Omladic bleibt erstmal. Und dann wir müssen mal eben ganz kurz schauen in die Spielerverkaufsliste. In die Verkaufsliste. Wir müssten noch einen Spieler verleihen, beziehungsweise verkaufen. Spieler verkaufen, genau. Dann gehen wir mal hier. So. Bagdadi ist verliehen. So, dann, ach, haben wir gar keinen mehr auf der Leihliste oder was?
So, Walzwick würde ich auch erstmal wieder zum Verleihen abgeben. Dann Omladic, Schönfeld, Sauer, Biada, 24. Ihm würde ich auf die Transfer- oder Leihliste setzen, so. Und Zuck würde ich auch nochmal auf die Leihliste setzen, so. Da haben wir wieder ein paar Spieler auf die Leihliste gesetzt, weil Tarascay finde ich schon ganz interessant, weil ich glaube, der hat ein ziemlich ordentliches Potenzial. Und wir hoffen einfach, dass wir noch einen Spieler abgeben können, damit wir Tarascay verpflichten können. Also wenn wir am Ende eben keinen Ersatz für Boland finden, dann ist es nicht dramatisch, weil noch geht's und wir haben auch noch Tobias Winter in der Hinterhand und geht Selke jetzt etwa schon auf die 78, okay. Das ist auch richtig stark. Selke geht auf die 78. Okay, da kommt eine Nachricht rein. Sauer möchte über sein Gehalt sprechen. Das geht aktuell wirklich überhaupt nicht. Da sind wir ganz knapp bei Kasse, weil ich unbedingt eigentlich noch einen Ersatz gerne hätte. Aber es kommen keine Angebote rein. Das ist das Problem. Jetzt vielleicht. Das ist eine Nationaltrainer-Offerte. Komm. Wie könnte man das denn sonst noch regeln? Kann man irgendwie noch sonst das Jobangebote, da können wir mal kurz reinschauen. Okay, sind derzeit keine verfügbar. Kann man in FIFA 17 nicht mehr sein Budget aufstocken lassen? Also, ich bin mir da nicht sicher. In FIFA 16 ging das ja. Aber ich glaube, in FIFA 17 geht das Ganze nicht mehr. Bin mir da jetzt nicht sicher, aber. Okay, ich muss nochmal. Unser Budget reicht halt ganz knapp nicht aus, damit wir Tarascay einfach verpflichten können. Das ist halt das, was das Ärgerliche, aber. Wir müssten halt nur einen Spieler abgeben. Wir müssten halt wirklich nur einen Spieler abgeben. Aber die Frage ist halt, wen? Ich würde sonst auch Nyman nochmal auf die Transferliste setzen, weil ich weiß nicht, inwieweit wir den noch gebrauchen können, weil Wilsom jetzt eben wieder zurück ist. Und Kumbele haben wir auch ja noch. Haben wir den überhaupt auf die Leihliste gesetzt, jetzt wo ich so drüber nachdenke? Weil im Sturm haben wir so ein kleines. Ach nee, Kumbele war ja das Vertragsende. Karriereende, nicht Vertragsende, genau. So, Nyman dann nochmal auf die Transferliste. So. Weil ich weiß nicht, inwieweit der sich da durchsetzen kann, weil wir haben jetzt mit Wilson starken Ersatzstürmer, dann noch eben Kumbela und Biada in der Hinterhand, weil ein Stürmer muss auf jeden Fall noch gehen, sei es am Ende zur Leihe oder eben zum Verkauf. Und niemand könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere Club hellhörig wird, aber es sieht momentan echt nicht gut aus. Da kommt was rein. Transferangebot für Nyman und für Selke. Das ist ja mal ein richtig gutes Angebot von Pescara. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Das können wir ablehnen, weil Selke bleibt erstmal für mindestens noch ein Jahr bei uns so. Und das nehmen wir dann an. Für 3 Millionen, 3,1 Millionen soll Christopher Nyman zu Pescara gehen. Das wäre schon, glaube ich, nicht allzu schlecht, weil dann könnten wir Tarascay auf jeden Fall verpflichten. Wobei ich glaube, dass es vielleicht sogar sein könnte, dass wir jetzt zu lange gewartet haben und deswegen das Ganze nicht annehmen können. So, Julius Biada, das würde ich damit dann erstmal noch zögern und warten, bis Nyman verkauft ist. So. So, wenn das mit Nyman klappt, dann ist alles in Ordnung. Sonst verleihen wir Biada. Dann wird ja auch wieder hier ein bisschen Gehaltsbudget noch frei. So, da kommen ein paar Angebote rein. Spieler verkauft, Nyman geht. Und damit sollten wir jetzt Tarascay verpflichten können, wenn das jetzt noch funktioniert und wir nicht zu lange gewartet haben. So, Transferverhandlung gescheitert. Okay, er hat das Angebot zurückgezogen.
Dann würden wir ihm hier wichtiger Stammspieler, wie gesagt, wieder mitgeben. Und dann seine 45.000. So. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich gespannt. Wenn das funktioniert jetzt noch, dann wäre die Folge insgesamt wieder auf jeden Fall erfolgreich gewesen. So, Tarashai lehnt ab. Okay, jetzt kommt er wieder damit. Ach komm. So, dann geben wir ihm halt 50.000 mit auf den Weg. So. 4 Jahre. Und dann noch wichtiger Stammspieler. Ach komm. Wenn das jetzt nicht funktioniert, das wäre echt traurig. Dann können wir erstmal die Mannschaft loben. Wir loben sie einfach mal für den Aufstieg. So, Tarashai hier abgelehnt. So, und das lehnen wir ab. Dann behalten wir eben Julius Biada als dritten Stürmer, genau. Und hoffen, dass Tarashai jetzt noch vor dem Bundesliga-Start annimmt. Das wäre cool. Geänderter Spieltermin und Tarashai lehnt schon wieder ab. Mir gefällt... Och komm. So, dann geben wir ihm jetzt seine 50.000, noch eine Torprämie drauf. Und so. Eine Torprämie und wichtig für die erste Mannschaft. Oh, ich wollte ihm eigentlich wichtiger Stammspieler. Jetzt hat er wichtig für die erste Mannschaft mitgekriegt. Und dann sind wir eben schon beim Spiel gegen Bayer Leverkusen. So schnell kann es am Ende gehen. Also insgesamt dann doch erfolgreich. Am Ende nur mit einer Verpflichtung. Weil es finanziell knapp wurde. Geänderter Spieltermin. Und Tarashai akzeptiert. Tarashai akzeptiert. Das nehmen wir dann so an. Und damit haben wir dann doch 2 Verpflichtungen noch gemacht. Und insgesamt können wir dann einen positiven Strich unter die bis jetzt ziemlich erfolgreiche Transferphase ziehen. So, Tarashai akzeptiert. Perfekt. Dann gehen wir nochmal in die Mannschaft und schauen mal eben. So, wir haben jetzt einen ziemlich großen Kader. Und ich würde Tarashai sogar erstmal jetzt in die Startaufstellung packen. Und Schönfeld muss dann eben weichen. So, Boland. Und dann Matuschik auf die Bank. So würde ich es dann erstmal angehen. Obwohl Boland... okay, der kann ZDM und ZM spielen und Matuschik, bin ich auch mal eben am schauen, so. Und Muraski, was kann der eigentlich alles? ZM, ZDM. Okay, dann sind wir soweit eigentlich durch. Das sortiere ich, wie gesagt, nochmal alles und ja, dann sind wir mit der Transferphase eigentlich so erstmal durch. Wir haben alles so, was wir haben wollten und, wir können ja mal eben noch die Trikotnummern schauen. Ich bin mal eben am schauen, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Okay, das wird doch ein bisschen lang. Von daher will ich mich jetzt gar nicht so lange daran aufhalten. So, Nikolai Müller mit der 28, Tarashai mit der 15. Und ja, dann will ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe, euch gefallen die Transfers, die wir tätigen konnten. Und ja, damit will ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf die neue Saison wie ich. Und ja. Ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.